Servus Leute und willkommen zurück zur Folge Nummer 28 Ghost of Tsushima. So viel versprochen, wollen wir heute mal schauen, ob wir die Geschichte von Masako weitermachen können. Aber erst will ich sagen, machen wir hier das Fragezeichen und schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen was erledigen können. Es sind ja hier noch ein paar kleine Orte offen oder im nicht aufgedeckten Gebiet, weil wir brauchen noch 4 befreite Dörfer, damit wir hier die Insel komplett abgeschlossen haben. Und das wollen wir doch natürlich machen. Gut, dann würde ich sagen, auf zu dem unentdeckten Ort. 230 Meter, das geht eigentlich. Leute, und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Also wenn es euch gefällt, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Genau, Feedback ist immer gern gesehen. Egal ob nicht so gut oder auch gut. Alles gern gesehen. Man kann sich hier immer konstruktiv ein bisschen unterhalten. Und dann passt es auch. So, wir folgen unserem Vogel. Okay, ist irgendwie so ein Altar oder so. Ich denke mal, dass wir uns da. Vielleicht gibt es irgendwie. Ja, gibt es ein Schwert sogar. Säule der Ehre. Genobis Dunkelheit für Krieger, die Schatten preisen. Okay, das ist ein Skin praktisch. Schaut aber ganz cool aus. War ganz schön. Wie nehmen wir den hier? Schaut auch nicht schlecht aus. Ja, sieht so ein Fell und unser Schwert. Okay, dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir doch zu ihr. Der Frieden einer Mutter. Okay, hier scheint auch schon wieder. Wir helfen ja gerne. Masako! Jin! Bist du weggenatzt für dich? Ja, kein Problem. Wir müssen eine Pfeile wieder haben. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden, doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger, unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Der Frieden einer Mutter. Kommt, ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Wir schauen mal. Seht, dort drüben. Einer eurer Soldaten. Ja, aber allein. Ob er wohl desertiert ist?
Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Suche nach dem Adachi-Banner oder Adachi-Banner. Mal schauen, wo wir suchen müssen. Schauen einfach mal hier hinter. Jin, hier drüben. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Okay. Ein Kikuchi-Banner. Folge den Adachi-Bannern. Eins unserer Banner. War hier nicht die erste Schlacht? Sieht fast so aus. Ein Nagao-Krieger. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Naja, das war schon hier vom Intro, glaube ich, oder? Das Banner eures Onkels. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Hier entlang. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Ja, ich glaube, die Mongolen sind nichts wert. Shigesato! Yasunari! Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Das können wir ändern. Ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Sie stiegen so gerne auf diesen Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch. Jetzt hat sie gar keinen Mann. Gar keinen mehr. Ihr Mann tot, Kinder tot. Ich lebe. Das ist das Schlimmste versagt. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Auch wenn das stimmt, ist es nur ein schwacher Trost. Ich weiß. Den gehen wir mal zum Leuchtturm. Ein bisschen schnetzeln. Seichos Punkt. Da sind sie.
verdammte Mongolen! Vorsicht, da könnten mehr sein. Sie kommen den Hügel rauf. Da. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Schaut, hinter den Bäumen. Ich glaube, das war's. Also, mal schauen, ob ich ein paar Pfeile finde. Vier Pfeile bloß. Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass ihr nun Frieden hat. Wie sie alle. Ihr seid ein großartiger Freund, Jin Sakai. Vielen Dank. Doch vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ich verstehe. Passt auf euch auf, Masako. Okay, Frieden einer Mutter abgeschlossen. So, können wir hier ein Feuer entfachen?
Wir schauen einfach mal. Das ist die nächste Insel. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier runter. Also hier die Richtung ungefähr. Und schauen mal, ob dort noch irgendwas ist. Und hier den Wanderpass müssen wir eigentlich auch noch hin. Eine Schnellreise. Kennt ihr schon die Legende der Geister? Okay, schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Ein bisschen erkunden, Leute. Jungwolffälle. Da oben scheint auch so eine Art Leuchtturm zu sein. Oder irgend so ein Lager oder so. Ja, Vogi, dann kommen wir da wieder nicht hoch. Ah, da ist so ein... Kann man wieder so eine komische Geschichte erzählen, genau. Komoda-Haiku. Über Niederlagen sinnieren. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwo einen Zusammenhang hat. Tiefe Ruhe im Geist. Kriegerfeld wird neu geboren. Steigt aus der Tiefe. Na, zusammenpassen wird's ja.
Oben würde ich gerne hin. Schauen wir mal in die Richtung. Aber wir gehen mal hier in die Richtung. Hier ist der Strand, okay. Muss man sich Ausschau halten nach irgendwelchen Siedlungen oder so? Kaschine. Den holen wir uns so. Oh. Okay. Gute Arbeit. Danke, mein Herr. Das wäre jetzt schwierig, weil wir nicht wissen, wo wir hin müssen. Die Richtung muss irgendwo ein Turm sein. Ja, Katata-Wald. Okay, müssen wir noch. Die muss ich dann auf jeden Fall nochmal hin. Kann ich die bitte Markierung nicht aufheben? Okay. Okay, hier unten. Könnte es was Neues sein? Okay, waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und die hat auch eine Quest für uns. Fürst Sakai, kennt ihr die Statue, die das große Gehöft in Kushi überblickt? Ein junger Mann schützt sie dort draußen ganz allein vor Vandalen und Dieben. Ein Werk von Meister Iso. Der junge Mann braucht vielleicht Hilfe. Nicht, dass wir die Statue an die Invasoren verlieren. Bitte. Bemüht euch, sie zu retten, mein Herr. Okay, wir schauen mal. Ah, okay, das ist hier oben. Okay, die Quest haben wir angenommen auf jeden Fall. Das passt. Sir.
Wir gehen trotzdem mal hier hoch. Oben noch was? Die sind die ganzen Leuchte. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon einen nicht angemacht. Und ich glaube, dass wir die halt auch brauchen wahrscheinlich. Den da zum Beispiel. Da unten ist einer. Aha. Okay, da haben wir schon was gesehen. Sehr schön. Scheint erstmal, dass wir da oben hinkommen. Weißer Farbehändler. Okay. Meine Farben sind so weiß wie Neuschnee. Ich dachte, alle Samurai wären tot. Begrüßt man so einen Gast? Verzeiht meine Manieren, mein Herr. Ich bin immer nur allein. Nur in Gesellschaft von Farben und Pinseln, Lacken und Stoff. Ich habe den perfekten Weißton wie glitzernder, jungfräulicher Schnee im winterlichen Yogaku. Bringt mir die nötigen Zutaten. Dann statte ich euch in Weiß aus. Schau mal, der Tod persönlich. Vielleicht habe ich ja schon Zutaten. Rüstungsfarbe. Schießt du zum Freischalten der besiegbare Gosaku ab. Okay. Bis bald. Okay, müssen wir merken. Okay. Ich würde jetzt erst gerne mal in den Kashino-Wald gehen. Dort mal schauen, ob wir uns diesen blöden Leuchtturm mitgenommen haben. Genau, der war irgendwo hier bei dem gelben Zeug drin. Kommt her und kämpft! Bei
Jetzt seid ihr frei. Okay. Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Aber die anderen. Im Fischerdorf, südlich eurer Heimatstadt. Kishibe. Das kenne ich. Hat man euch dort ergriffen? Wir versteckten uns inmitten der Fischkadaver, als sie kamen. Sie spürten uns rasch auf. Bitte, helft den anderen. Der Sakai-Clan beschützt das Dorf schon seit Generationen. Ich lasse es jetzt nicht im Stich. Okay, dann haben wir schon die nächste Quest. Okay, alles hier oben. Sehr schön. Schauen wir mal gerne, was das hier clearen. Kämpfen wir! So, genau. Sehr schön. Dann hätten wir das hier auch. Verbesserung verfügbar, Langbogen. Jetzt wollt ihr aber schauen, das müsste doch hier eigentlich irgendwo der Turm sein, oder? Was ist denn der blöde Turm? Goldener Wald. Könnte vielleicht hier oben irgendwo sein? Dann gehen wir ein bisschen den Berg hoch. Vielleicht sieht man da mehr. Aus der Entfernung hat man den ja eigentlich super gesehen.
Das ist nicht der Turm. Goldener Tempel. Ach so, hier sind wir jetzt. Oh, den wollte ich überhaupt nicht. Jetzt, warte mal, jetzt gehen wir nochmal zu ihm hier. Zu diesem Turm möchte ich. Oder ist es überhaupt ein Turm? Jetzt genau hier runter. Handelsposten Kishinewald. Aber es könnte schon hier der sein. Okay. Hier ist auf jeden Fall das Lager. Ich würde sagen, das Lager schauen wir uns jetzt noch an und dann machen wir auch Schluss hier. Dann haben wir eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Oh Gott. Hier sterbe ich, wenn ich runterfalle. Mongolengebiet. Ah, ich glaube, das haben wir schon befreit, oder? Kann es sein? Okay. Ja, gehört aber nicht zum befreiten Areal. Aber ich glaube, hier waren wir schon mal. Vielleicht haben wir die Gegner bloß übersehen gehabt. Ich glaube, die haben wir bloß übersehen gehabt.
Ja, genau, das war hier mit der Zwischensequenz. Jetzt gehen wir doch mal schnell auf den Turm. Okay, das ist ein neues Gebiet. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt Schluss. Es sind doch schon wieder 40 Minuten. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Ich werde jetzt auch vielleicht ein bisschen off-stream noch ein bisschen, ein bisschen was machen. Damit ich hier die restlichen drei Dörfer noch befreien kann. Ich muss halt schauen, wo die dann sind. Aber die werde ich bestimmt irgendwie finden. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.